Attacke gegen Alexander Gauland in Frankfurt. Am vergangenen Sonntag ist es in der sogenannten Neuen Altstadt von Frankfurt zu einem Angriff auf das Grundrecht der Bewegungsfreiheit im öffentlichen Raum gekommen. Das Opfer war der AfD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag Alexander Gauland. Die Kreisgeschäftsführerin der Frankfurter Grünen, Daniela Capelluti, hat Alexander Gauland öffentlich verspottet und ihn in hysterischer Art und Weise zum Verlassen der Altstadt aufgefordert. Herr Gauland, es wäre wirklich super nett, wenn Sie einfach versuchen, wieder Richtung Main zu gehen. In einem zweiten Film, der laut Focus Online auf dem Turm des Frankfurter Doms entstanden ist, soll Capelluti ihre Attacke gegen Gauland ausgekostet und gerufen haben: Den habe ich erfolgreich aus der Altstadt vertrieben. Dieser Arsch darf heute nicht dabei sein. Die Grünen werden aufgefordert, sich vom undemokratischen Verhalten der Frankfurter Kreisgeschäftsführerin zu distanzieren. Die Grünen in Frankfurt haben sich dem bereits verweigert.